zu einer neuen Folge von IAFC24 bei mir auf dem Kanal. Ja, moin zusammen, Leute. Wir hatten ja in der letzten Folge unsere Saisonvorbereitung gestartet und haben da ja unser erstes großes Megatalent gekriegt. Und wir haben gerade ein Angebot für Ernst gekriegt. Ja, die Frage ist jetzt ganz einfach, wollen wir oder wollen wir nicht? Hat er noch eine Zukunft für uns oder hat er die nicht mehr? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich behalte ihn erstmal, weil Henrik geht weg. Und ganz so viele Spieler haben wir im Moment nicht. Wir müssen zwar ein bisschen aufbauen, aber das Teammanagement sagt, wir haben noch einen einzigen. So. Wir haben aber auch Kips mit auf der Liste drauf. Iwusic haben wir auf der Liste drauf. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was wir nachlegen. Jetzt schauen wir uns erstmal unsere Ziele an. Die würden mich gerade echt mal brennend interessieren. Wir sollen immer noch auf 28 kommen. Verpflichte mindestens zwei Spieler unter 20 mit einem Potenzial, das wäre gut, okay. Und verpflichte einen Spieler in der Jugendakademie Position Verteidiger. Naja gut, dass unsere wichtigsten Sachen sind. Wir ringen langfristig, verpflichte innerhalb von zwei Saisons einen Jugendspieler für die Profimannschaft. Setzen Sie ihn in fünf Partien als Startspieler oder Einwechselspieler ein. Das kriegen wir nachher definitiv hin. Finanzen. 5 Millionen Profit machen. Verpflichte einen Schlüsselspieler und erziele 5 Millionen. Ja, das ist okay. Dann müssen wir den letzten 16 Mittelfeldplatz. Da haben wir nichts. Es ist machbar. Es sollte machbar sein. Unsere Tabelle hier sieht aus. Braunschweig, Nürnberg, Heidenheim, Kiel, Lautern, Werder Bremen, Pauli, Hannover, Fürth, Schalke, oh Gott. Also die zweite Liga ist schon echt nicht schlecht besetzt. Transferangebot für Iwusic. Ja, da möchte ich aber verhandeln, Junge. 7,7 Millionen, keine Chance. Wenn ihr den Spieler haben wollt, muss mindestens eine 1 vorne stehen. Mindestens 12,7. Gut, dann habt ihr Pech gehabt, aber mehr das. Also für 7,7 geht er mir nicht weg. Wir nehmen das kleinste Startdingsbums, weil das reicht eigentlich. Wir die Champions Trophy werden wir eh nur simulieren. Mal hier. Genau, Vertragsribbel. Ja, den haben wir schon mal abgelehnt. Sehr gute Frage. Warum will er nicht verlängern? Wir könnten jetzt nochmal gucken, ob er jetzt nochmal verlängern will. Wäre ja nicht schlecht. Gehaltspotenzial, dann können wir den Keeper nämlich weglassen. Unsere Maus spinnt schon wieder. Nein, nicht sehr schlecht. Sehr schön. Wir haben ihn verlängert. Das heißt, von der Liste streichen. Wir behalten ihn erstmal. Das ist nicht schlecht. Da können wir uns ein bisschen Gehalts. Da haben wir ein bisschen mehr Spiel im Gehaltsgefüge. Was an sich schon mal nicht verkehrt ist. Wird echt eine harte Saison. Ablehnen und den möchte ich auch gleich blockieren. Ich
Gibt's Nummer 2. Was sind das für Tauschspieler hier? Was soll ich denn damit? Will ich nicht. Und da haben wir 590.000. Ja, komm, nimm ihn mit. Ist mir egal. Den könnt ihr haben. Weil der hat eh keine Zukunft bei uns. Das zeigt mir, dass ich recht habe. Jo, dann auch möchte mehr verdienen. Teamzentrale. Er ist mit seinem Vertrag unzufrieden. Gehen wir gleich rein. Du bist immer noch mein absoluter Schlüsselspieler hier. Verlängerung um ein Jahr. Komm, gehen wir gleich noch eine Verlängerung. Ja, genau, noch ein Jahr oben drauf. Freigabesumme übergehen. Da nehmen wir den Bonus raus. Angebot absenden. Sehr schön. So. Na, der ist eh uninteressant für mich. Barilla auch. Jakob und Lord. Jakob ist mit seinem Vertrag natürlich auch unzufrieden. Ich kann aber jetzt noch nicht alle Verträge weiter verlängern. Wir müssen erstmal ein bisschen Geld einfahren. Wir müssen erstmal gucken. Schnellsimulation. Okada, Okada, das hört sich gut an. Das war schon mal nicht schlecht. So, die Scouting-Berichte sind fertig. Wir gucken uns gleich mal die Scouting-Berichte an. Aber jetzt wird es natürlich eng. Ist nicht viel zu machen. Wir können erstmal hier die ganzen alten Spieler rausnehmen. Die sind erstmal alle uninteressant für mich. BI, ja, den können wir auch rausnehmen. Wanderhorst können wir auch rausnehmen. So, ZM 72, 76. Öl 74, Ferreira, Argentinier, 73. Die sind alle im 70er-Bereich, das ist nicht schlecht. Ballet, 74. Eigentlich müssten wir irgendwas im Mittelfeld machen, 76. Der wird mir echt an, der wird, der. Der ist schon weg, na ja, gut. Der hätte es mir natürlich angetan. Der kann raus. Mendes. Henderson, 72, 29. Wir probieren es bei ihm. Wir versuchen Ferreira zu kriegen. Kriegen. Sehr schön. Wir haben Pereira. Der ist nicht schlecht, also der könnte uns weiterhelfen. Hat eine 74. Und damit ist unser Gehalts Dingens eigentlich auch schon fast weg. Ich möchte ihn da reinnehmen. Der kann raus. Was ist mit ihm hier eigentlich? Der sollte doch verkauft werden. So. Der einzige Neuzugang ist Ferreira. Fuck. Das sieht nicht gut aus.
Das sieht wirklich nicht gut aus. Tabelle. Trainingsplan anpassen. Machen wir ausgeglichen für Startelf übernehmen. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich hier jetzt den rausnehme? Code entlassen. Ja, kriegen wir dann ein bisschen was vom Gehaltsbudget zurück. Wir gucken mal rein. Na, die Innenverteidiger sind noch nicht, aber die können wir eigentlich erstmal rausnehmen. Wir haben ja jetzt gut was. Ich hätte vorne schon ganz gerne echt einen geilen Knipser. Baldi, wir gucken mal. 6,8. Ja. Wir probieren es mal mit 3 Jahren. Wir sind mal mutig, aber ich glaube, der wird da nicht mitspielen. Nee, ein Jahr. Nee, aber ein Jahr ist mir zu wenig, also 2 müssen es sein. Das ist gut. So, wünscht sich derzeit keine Freigabesumme. Da bin ich mit einverstanden. 12.500 will er haben. Also ich kann dir 6 anbieten. Nein, das kannst du vergessen. Reicht nicht. Den Knipser kriegen wir definitiv nicht. Da kommen wir nicht hin. Bringt nichts. Da müssen wir dann wirklich gucken, dass wir mit dem auskommen, was wir haben. Mach dich wieder an die Arbeit, Junge. Komm. Dum -dum 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 -dum. Es wird eine harte Saison. Wer geht da? Irgendjemand geht. Kipps. Ja, weg damit. Dann kriegen wir wieder ein bisschen Gehaltsbudget vielleicht. Ja. Ja, Kipps ist weg. Könnten ja mal in die Finanzen gucken. Wochenbudget 15.000. Spieler suchen. Nee, warte mal, nicht Spieler suchen. Zentrale. Aber Wesley mit seiner 91, das bringt uns gar nichts. 71. Naja, das macht keinen Sinn. Ich glaube, da würde ich lieber noch ein paar Verträge verändern. Das machen wir jetzt auch. Der ist zufrieden, der nicht. Jakob, komm. Vertragsverhandlung, gehen wir nochmal rein. Da verändere ich lieber noch ein paar Verträge. Hat er sich verdient. Ja, da ist man nicht ganz zufrieden mit. Kanic. Barilla mit 28 ist auch nicht zufrieden. Chikora ist mir egal. Epic ist mir egal. Pereira, ja. Schwerten. Ich glaube, Schwerten hat, glaube ich, noch so einen 500-Euro-Vertrag. Tausende, okay. Echt maximale Rotation, mehr ist nicht drin. Sehr schön. Ja, komm, da sind wir auf 3 Jahre. Freigabesumme möchte ich nicht. Ich gebe dir 2 und mache hier auch 50. Komm, das ist eine Verdopplung von deinem Gehalt, Junge.
Da bin ich ausnahmsweise mal hart, weil der wird nicht oft spielen, denke ich. Er ist nur ein Rotationsspieler. Zweieinhalb gehe ich noch mit. Zlaram, ja, komm, hier. Hast du? Ist mir egal. 3-1 finde ich zwar jetzt echt ein bisschen sehr doll, aber okay. Da. Gibt es verliehen? Vegara ist auch noch verliehen. Das ist ein 19-jähriger Spanier. Er hat eine 63 mittlerweile. Er ist 19, er ist 25. Da bin ich am Überlegen, wenn wir den zurückkriegen nächstes Jahr, dass wir ihn dann anpassen, dass er unser neuer Top-Spieler, Top-Stürmer wird. Müssen viel auf Jugend und freie Spieler setzen, da haben wir verloren. Nicht weiter dramatisch. So, das letzte Testspiel. Scouting-Berichte sind fertig. Das müssten jetzt die Scouting-Berichte sein für die Abwehrspieler. Der kann gleich raus. Der kann raus. Gut. Jetzt haben wir die auch noch. 71, 72, jetzt 28. Er hat sogar noch ein paar Spezialblock und Powerkopfball. Könnten wir gebrauchen. Zwischen 14 und, oh, das ist mir zu fett. Das kriegen wir nicht gewuppt. Gut. Wir können nicht mehr wirklich viel machen in der Saisonvorbereitung. Wir müssen ihn mit dem Kader, den wir jetzt haben, irgendwie durch die zweite Liga kommen. Uns irgendwie im Mittelfeld positionieren. Wir könnten auch nochmal nach der Jugendakademie gucken. Magnussen, 66. Entwicklungsplan, wie sieht das hier aus? Da ist er immer noch niedrig. Das ist okay. Innenverteidiger, eine 60er. Da hoch. So. Ja, da hat er auch hoch. Spezialbewegung kriegt er nicht. Dann setzen wir ihn auf Libero, dass er noch ein bisschen Abwehrdingens kriegt. Gustafsson. Schwacher Fuß könnten wir noch machen. Schwacher Fuß. Boateng. Wie sieht das hier aus? Er kriegt noch die Spezialbewegung. Und Jorgensen. Wie sieht es bei ihm aus? Noch dran. Gut, das haben wir auch. Dann müssen wir uns mal in der Teamzentrale noch umgucken. Was hat er noch für einen Entwicklungsplan? Da ist er noch dran. Das ist gut. Jakob. Abwehrrate. Ja, der muss auf jeden Fall in der Abwehrrate hochgehen noch. Was haben wir hier noch? Der ist er fertig, das ist auch gut. Der kriegt noch ein bisschen in der Verteidigung rein. Die ist hoch. Das ist aber okay so. Was haben wir mit Vukanovic? Ist auch in Ordnung. Dannhoff. Hoch, schwacher Fuß. Gehen wir hier nochmal gucken. Das ist okay. Da kriegt er jetzt die Angriffsrate. Ernst. Er ist schon ganz gut drauf, der Junge. Er kriegt den noch. Entwicklungsplan für Ferreira. Angriffsgrade hoch hat er. Kriegt er jetzt. So, wir sind dabei und sortieren das jetzt alles. Das ist ein Z. Er muss Angriffsrate noch kriegen. Spezialbewegung. Seit. Der ist schon top, der Junge. Okada. Er könnte noch ein bisschen mehr auf Schießen kriegen.
Moja. Das ist auch alles gut. Schießen hat er 66. Gut, da können wir nicht viel dran ändern. Gut, das haben wir auch. Sehr schön. So, damit wären wir doch jetzt eigentlich für die Saison gewappnet. Dann können wir hier noch die. Was ist mit dir? Ja, eben. Er geht nicht. Ja, so, dann löschen wir mal unsere Nachrichten hier alle. Können wir alle löschen? Dann können wir nochmal bei den Scouts reingucken. Weil wir haben ja. Der ist noch verfügbar. Oh, die sind. So, der. Moment. Der raus. Der raus. Der kann auch gehen. So, und er kann jetzt mal in Argentinien suchen. Und den schicken wir los. Der kann nur Argentinien suchen. Was haben wir hier? Der guckt in Spanien. So. So, dann haben wir das erstmal. Dann gehen wir los. Dann gehen wir doch mal los. Das erste Spiel. Höhepunkte spielen. Der Saisonauftakt. Der Saisonauftakt startet. Oh, gleich mal gucken hier. Erstes Spiel in der zweiten Liga nach langer Zeit. Mal wieder. Und gleich mit einer weiten Flanke nach vorne auf Moya. Ja, mal gucken. Kopfball, ja, Moya ist kein Kopfball, Moya. Das war klar. Oh, das ist eine ganz andere Liga hier. Schöner Trick. Okada und aufseits. Ah, kommt da durch, kommt durch. Spiel drüber. Moja. War ein sehr schwerer Angriff, aber Moya hat uns nicht enttäuscht. Er hat das Ding reingemacht. Vielleicht ist Moya ja doch gar nicht mal die schlechteste Option. Galdemesch. Okay, also unsere Freistöße sind immer noch ziemlich erbärmlich. Herrera mit seiner ersten Aktion. Spiel rein auf Meier. Oh, nicht mal so schlecht. Herrera. Diesmal von links. Rückraum. Pass. Abschuss. Gleich Abschuss. Sucht sofort den Abschluss heute. Wackelt nicht lange. Gleich drauf. Sandhausen. Weichstoß. Gefährliche Position. Das könnte böse enden. Okay, die nehmen eine andere. Er zieht direkt drauf und in die Mauer rein. Ab, was damit? Er hätte mir gleich den Konter geben können, eigentlich. Oh nein, warum auch? So, Ferreira. Absoluter Spielmacher hier bei uns. Mauer geht durch und zieht ab. Ja. Ein Tier. Hier, Junge. Sehr schön, sehr schön. 2-0. Ja, geil. Auftakt gelungen, würde ich sagen. Auftakt ist gelungen. 0 zu 2 gegen Sandhausen in Sandhausen. Ist in Ordnung. Das sind 3 Punkte, Leute. Mal beleben.
Das ist nicht schlecht. Das sind die ersten 3 Punkte gegen den Abstieg. Entwicklungsplan sich gut entwickelt, okay? Wir werden das Leistungsniveau weiter beobachten. Okada auch. Ja, wir gucken mal rein. Ja, da die Spezialbewegung auf jeden Fall. Ja, das bleibt aber erstmal so. 72 in der geht dann noch weiter. Das ist gut. Gut, das sieht gut aus. Scout ist unterwegs. Gehen wir weiter. Darmstadt 98. Scouting-Bericht verfügbar. Okay, Olesen 450. Nee. Nein. Den können wir mal mitnehmen. Das taugt auch alles nichts. 525.000. 1,73, 93er Potenzial. Ja, komm, wir nehmen mal mit. Nein. Nein. Gut. Hervorragende Jugendarbeit. Sehr schön. Jakob. Nein, der geht mir auch nicht. Da blocken wir ebenfalls die Angebote. Die brauchen wir noch. So, Jugendakademie. Ausgeglichen. Linker Verteidiger, 17. Entwicklungsplan. Er muss auf jeden Fall in der Abwehr ein bisschen was machen. Und rechtes Mittelfeld, 17. Entwicklungsplan. Der könnte die Angriffsrate ein bisschen hochkriegen. Gut, geht weiter. Gehen wir direkt weiter. Darmstadt hat auch sein erstes Spiel gewonnen. Wir werden die Höhepunkte spielen. Und dann sehen wir weiter. Sehr nice. Gegen Darmstadt 98. Denke mal, das sind so die Gegner, die wir definitiv. Darmstadt ist ein Bundesliga, mehr oder weniger Bundesligist eigentlich, könnte man sagen. Mindestens ein Aufstiegsaspirant. Aber wir können ja trotzdem gucken, dass wir die Kleinen, die Großen ein bisschen ärgern. Also die Großen ärgern und gegen die Kleinen müssen wir die Punkte mitnehmen. Da kommen wir nicht drum rum. Schön abgenommen. Galdemesch. Konter. Jawohl. Galdemesch. Er geht durch. Er geht durch. Er geht komplett durch. Er flankt. Sollte in dieser. Elfmeter. Ach komm. Jetzt ist Ibosic natürlich nicht unser Elfmeterkiller. Aber der hat verschossen. Okay, nehmen wir dankend an. Sijaric. Unser Offensiver. Spielt gleich auf Okanda. Ja, Heldemisch. Wunderbar da. Da flanken sollen. Sieht nicht so wirklich prickelnd aus gerade. Könnte besser laufen. Könnte besser laufen. Ja, okay. Oh ja. Den hätte er rausnehmen müssen. Nicht schlimm. Ist nichts gewesen außer Spießen. Eckball für uns. Na gut, unsere Ecken sind jetzt nicht so der Ringer, genauso wie unsere Freistöße. Also Standards ist nicht uns. Standards können wir nicht. Aber das macht nichts. Zeit geht, dreht auf linker Seite. Und hätte was werden können. Nochmal eine Freistoßsituation in der 71. Okada wieder. Wir probieren es nochmal. Ja, wie gesagt, Standards ist nicht unseres. Wir sind keine Standardspieler. Ist nicht viel zu holen. Da ist nicht viel zu holen. Wir haben nicht viel Budget. Da ist gegen. Gut abgenommen. 0-0. Na gut. Ich sage, die Großen ärgern und den Kleinen die Punkte abnehmen.
Dann kriegen wir das hier auch gewuppt. Letzte Saison haben wir im DFB-Pokal ja auch die ganz Großen ein bisschen geärgert. Müssen wir mal sehen. So, Entwicklungsplan von Ernst, ja, der läuft trotzdem heute. Das ist schon ganz cool so. Strategie. So, dann wollen wir mal gucken hier, was sagt unsere Mannschaft. Das sieht ganz gut aus, Fitness, naja. Moral ist gut. Und ich glaube, wir haben Pokal gegen Halscher FC. Wir sind Zweitliga, die sind Dritte Liga. Jetzt die Frage, bringen wir wirklich alles oder schonen wir mal ein bisschen was? Wir schonen mal. Warte, dann wisst ihr was? Wir machen das mal so. Henrik nach vorne rein. Schwerten kann ZOM spielen. Wir haben nur auf der Bank nur ZM und ZOM. Den Innenverteidiger haben wir noch. Komm, dann nehmen wir Ferran hier mal raus. Gönnen wir ihm das mal. Und dann spielen wir mal die erste Runde im DFB-Pokal noch. Und dann haben wir es für diese Folge auch wieder geschafft. Jawohl. Sind wir hier auch wieder durch. Dann sehen wir mal weiter. Ich muss die Cutscenes ein bisschen unterbrechen, weil da ist immer Lizenzmusik drin. Und ich muss die mal rausschneiden sonst. Ich lasse die momentan von YouTube rausschneiden. Also nicht wundern, bitte. So. Warum spielt er jetzt nach vorne? Was ist denn los mit euch? Ja, ey, Leute, nicht gegen den Drittligisten. Also ich habe jetzt hier keine Lust rauszufliegen. Haben wir Höhepunkte angeschaltet? Eigentlich ja, ne? Jawohl, Henriks. Der Brasilianer. Er durfte ja mal ran. Im DFB-Pokal. Und da zeigt er dann gleich mal seine Klasse. Und dann geht er gleich nochmal los. Okada. Ist natürlich blitzschnell, der Junge. Aber eigentlich im Abschluss ist er besser. Also er kann das besser. Na gut, ist nicht schlimm. Ferreira. Och komm, Moyer. Junge, den musst du machen. Also, ich glaube, jetzt stellt uns so ein kleiner mal ein Beinchen. Aber ich würde trotzdem ganz gerne die ersten Runden überleben. Ja, schön. So, Okada. Ja, also. Moja. Mit seinem ersten DFB-Pokal-Tor, oder hat ja schon mehrere geschossen, aber in dieser Saison sein erstes. Das Ding war auf jeden Fall drin. So muss das. Zack, Pereira wieder. Ich glaube, der war gar kein schlechter Kauf. Ein sehr guter Vorbereiter. Aber das war nichts. Torwart Hechtsprung gekriegt. Oh, Elfmeter gegen uns. Ich werde weich. Hasenhüttl. Ja, war klar. Ich hätte mal stehen bleiben sollen. Egal. Oh, wieder Freistoß. Pereira, mal gucken, ob der das besser kann mit Freistoß. Wir schauen. Zack. Und auch nicht. Nee. Also, wie gesagt, unsere Standards sind echt grottenschlecht. Wirklich grottenschlecht. Standards können wir gar nicht. Sieht gerade echt nicht gut aus hier bei uns. Also wir stellen uns gerade echt ein bisschen dösig an. Weitschuss. Aber ist egal. Wir haben 1 zu 2 gewonnen. Die erste Runde im DFB-Pokal haben wir auf jeden Fall geschafft. Jo. Das war dann so die ersten Spiele in dieser Saison.
in der ersten Zweitligasaison von uns. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Oh Gott, ich hasse es, Ihnen das Herz zu brechen. Aber du weißt ja, wie das ist. Okay, danke. Du kannst mich jetzt runterlassen.